mir keine, weil Vorsätze sind etwas, die macht man sich und hält man nicht ein. Die macht man sich und hält man nicht ein. Ich bin aber jemand, wenn ich mir Vorsätze mache, dann möchte ich die auch einhalten können. Ich nehme 100 Kilo ab dieses Jahr noch. Ich mache einen Bassjump mit. Ich habe vor, dieses Jahr 100.000 Abonnenten zu schaffen. Ich halte das für eine, ja, eigentlich machbare Sache. Ich habe mir sogar was aufgeschrieben, was ich eigentlich als eigenes Video machen wollte. Aber ich mache das jetzt auch hier. Und zwar gilt es mal für alle, die mich für arrogant halten. Es tut mir leid, dass ich arrogant wirke. Es tut mir leid, lieber Alblali und lieber Gronkh. Es tut mir leid an alle anderen, die das glauben. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich arrogant wirke. Es tut mir leid, lieber Alblali und lieber Gronkh. Es tut mir leid an alle anderen, die das glauben. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber ich glaube, dass ich irgendwo das Recht dazu habe, in meinen Videos so zu wirken. In meinen Videos so zu wirken. Im Real Life bin ich nicht so. Und sehe es auch nicht ein. Aber in meinen Videos habe ich, glaube ich, mittlerweile nach 3 Jahren des absoluten Hates und nach 2 Jahren, dass reell Leute bei mir auftauchen. Ich glaube, ich habe irgendwo mir das Recht verdient, arrogant zu sein. Arrogant zu sein. Ich wurde mit Schlagstöcken angegriffen, mit Eiern beschmissen. Es wurden Videos davon gemacht. Es wurden Videos davon gemacht. Es tut mir leid, dass ich arrogant wirke. Es tut mir leid, lieber Alblali und lieber Gronkh. Es tut mir leid an alle anderen, die das glauben. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich arrogant wirke. Es tut mir leid, lieber Alblali und lieber Gronkh. Es tut mir leid an alle anderen, die das glauben. Es tut mir leid, 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 es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid.